Hallo und herzlich willkommen zurück bei Amaruk. Heute mit meinem kleinen Halloween-Special, einem Horrorspiel. Ein Blind-Let's Play. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Das Spiel heißt Stairs und ich bin sehr gespannt. My name is Christopher Adams. Freelance journalist looking for a new story and someone to sell it to. Lately I've been looking into three missing people, but with no luck. Valerie Berkeley, James Reed, and Jean Jowers Remens. Berkeley was allegedly kidnapped by the other two and is presumed dead. There was no ransom note, no exchange. All three simply went missing for 3 years. Until now. Police found the body of a young female yesterday in the old factory outside of town. According to my contact, it was Berkeley, killed by strangulation. So why would a kidnapping victim turn up dead 3 years later? Are Reed and Remen still involved somehow? I'm on my way to the factory now. If nothing else, I'll get some photos before anybody else does. Okay. Mysteriöse Sache, das. Wir schauen mal, was uns hier so erwartet. Ich bin jetzt auch so, ich bin von diesem Zaun, bin ich da gekommen. Okay. Dann laufen wir jetzt mal in die Richtung. Was ist das für ein Geräusch? My notes, toggle camera, take photo in direction I can. Photos, gathered notes, taken, not taken, turn page. Okay. Gut, wir haben also ein Notizbuch dabei und einen Fotoapparat, um Fotos zu machen. Bei mir ist, ich weiß nicht, ob ihr es an den Spielständen eben gesehen habt, bei mir ist schon Halloween. Es ist 3.50 Uhr. Habe ein bisschen was am Rechner gemacht, ein bisschen gearbeitet und eben dieses Spiel runtergeladen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das heißt aber auch, dass ich um 4 Uhr nachts im Stockdunklen hier sitze. Das einzige Licht spendet meine Webcam und eben die beiden Monitore hier vor mir, wie man unschwer erkennen kann. Aber ich will natürlich so ein Horrorspiel auch, wenn dann, richtig spielen. Und das macht man, meiner Meinung nach, im Dunkeln mit Kopfhörern auf. Okay, hier ist jetzt ein Gebäude. Das ist dann wohl diese Firma, wo die Leiche gefunden wurde. Nedagra. Keine Ahnung, was das heißt. Ist auf jeden Fall hier jetzt abgesperrt. Und da liegt irgendwas. Das ist eine Kiste. Try Photograph. Was stand da eben? Okay, ich soll irgendwas fotografieren. Wie ging das jetzt? Linke Maustaste? Ne, rechte Maustaste? Ah ja, jetzt habe ich ein Fotoapparat. Es rumpelt aber komisch. Oder soll ich das jetzt nochmal speziell fotografieren? Was soll das darstellen? Was kann ich jetzt machen? Nix, ne? Kann hier nichts machen. Da hinten ist ein Tor. Hier neben ist so noch so eine kleine Hütte irgendwie. Kann ich da vielleicht rein? Da ist eine Tür. Nee, kann aber auch nichts anwählen irgendwie. Warum steht da? Warum erklären die mir, wie man rennt? Oh. Okay, jetzt weiß ich schon mal, wie man rennt.
Dann rennen wir jetzt mal da hoch. Ein bisschen gruselig ist es mir schon. Okay, hier steht jetzt erstmal so ein Garagentor offen. Okay, kriechen. Oh Gott. Jetzt fängt die Musik an, spannend zu werden. Das. Okay, das Licht scheint auf die Tür. Okay. Was ist das hier? Sieht aus wie im Knast, wo die da immer mit ihren Besuchern sprechen. Soll aber wohl Schreibtische sein. Kiste? Kann man nicht öffnen. Boah, ist das ekelhaft mit der Musik. Ich habe es auch richtig laut jetzt auf den Kopfhörern. Muss ich halt auch dazu sagen. Kann man hier irgendwie was anwählen? Nö. Da hinten ist noch eine Tür. Ich schätze mal wieder mit E. Genau. Hier ist irgendwie alles versperrt. Da kann ich auch nichts machen. Was ist mit der Tür? Die hat ein Zahlenschloss, ne? Okay. Kann ich aber nicht aufmachen. Also kann ich nichts anwählen. Hier kann ich auch nichts machen. Ja, dann gehen wir mal hoch. Hoch ist immer noch besser als in den Keller. Haben so einen Stuhlkreis gemacht. Okay, die Geräusche werden jetzt langsam ekelhaft. Die ist auch zu. Die ist offen. Diese scheiß Trennwände da. Kribbelt's überall. Ich bin total angespannt und warte natürlich die ganze Zeit drauf, dass irgendwas passiert. Dass ich ein bisschen vorbereitet bin. Okay, da unten bin ich hergekommen. Ja, geh mal wieder zurück, würde ich sagen. Wir versuchen hier so alles ein bisschen im Auge zu behalten, aber hier ist nichts weiter zu holen. Da drüben die Tür war zu. Wieder aufgehen, oder? Hä, die ist auch zu? Okay, die hat nämlich ein Zahlenschloss. Da hatte ich eigentlich gedacht, die wäre zu. Ja, und jetzt? Jetzt passiert bestimmt was. Ja, was soll ich jetzt machen? Komm nicht weiter, habe keine Zahlencodes irgendwie. Ich kann da nichts machen. Die ist auch zu. Hier kann man nichts machen. Ja, muss ich wieder runter, Leute. Jetzt gerade mal kurz mein Mikro ein bisschen näher holen. Ich weiß nicht, ob man mir das ansieht, aber ich bin ein bisschen angespannt. War denn unten, war doch eigentlich auch nichts mehr, oder? Also keine anderen Türen oder so, wo ich hin kann. Die war abgeschlossen. Da hinten war auch alles versperrt. Da kann ich auch irgendwie nichts. Hier stehen auch so Tassen oder Dosen oder was das sein soll. Kann ich auch nichts mit anfangen. Also muss ich irgendwie weiter nochmal durch die Halle latschen. Den falschen Weg genommen.
Dann hat mich diese Lampe in die Irre geführt. Kann ich hier durch? Nee. Ja, Leute, wie geht's jetzt weiter? Ich komme hier nirgends durch. Ist alles versperrt hier. Oder ging es hier durch? Nee. Verstehe ich nicht. Oder muss ich mich hier wieder bücken? Ah, das geht. Aber jetzt geht es da hier nicht weiter, oder? Ja, das ist doch blöd. Da oben war ich ja draußen, aber da ging es ja auch nicht weiter. Ah, das war irgendwie Mist. Gibt's hier noch irgendwo was? Nee, ich frage mich jetzt, ob ich wieder raus muss. Und hier weiterlaufen. Nee, geht aber auch nicht. Das ist absichtlich alles versperrt natürlich. Nee, ich komme nicht drum rum. Ich muss wohl nochmal in die Tür. So blöde es auch ist. Da hinten war keine Tür mehr. Da ist nur die eine. Ich bin auch der Meinung, ich habe überall versucht aufzumachen an jeder. Hier unten ging es nicht weiter, es ging dann noch hoch. Wir rennen jetzt mal ein bisschen. Und hier war ja so die einzige, wo es weiterging. Was sehen meine entzündeten Augen? Geht's da in den Nachbarraum unter dem Schreibtisch? Oder sieht das nur so aus? Nee, das sah so aus, als könnte man dann durchgrabbeln. Komische Sache. Weil wenn es jetzt hier rausgeht, was ist denn hinter diesem Regal da? Das steht so komisch. Nee, ist auch nichts. Wenn ich jetzt rausgehe, geht's. Ach, da geht's weiter. Mein Gott, Amaruk, du musst die Augen aufmachen. So. Nee, nicht bücken, rennen. Oh. Was war das? Scheiße, jetzt geht's los. Oh, scheiße, ich hab Gänsehaut. Muss ich jetzt hinter jeder Tür gucken? Nee, ne? Oh, was Geräusche. Hör, wieso kann ich nicht weiterlaufen? Achso. Musik aus. Ist ja fast noch blöder als mit Gruselmusik. Jetzt hier schon mal so ein bisschen durch die Gitter gucken, bevor ich die Tür aufmache. Was ist das? Das lacht mich so ein bisschen an hier, diese zwei Energy-Dosen. Ne, das sind Spraydosen, mit denen kann ich nichts anfangen. Oh
Gott, jetzt ist das auch noch leise. Man hört nur meine Schritte. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's hier wieder runter. Runter ist ja blöd, habe ich ja vorhin gesagt. Das muss ich ja nicht so haben. Okay, da vorne flackert Licht. Was ist hier? Wahrscheinlich ist es schon so gedacht, dass man da reingucken soll, um sich dann sicher zu fühlen. Anspannung pur, weil es gibt... Da ist eine Tür aufgegangen. Oh, ich scheiß mir in die Hose. Das ist jetzt echt Anspannung, weil es geht nicht mehr viel weiter. Die Tür ist offen. Die habe ich nicht aufgemacht, oder? Nee. Die sind beide offen und ich habe sie nicht aufgemacht. Hier war die Polizei, hat überall Markierungen hinterlassen. Hier kann ich nicht wirklich irgendwas machen. Okay. Also ich stehe so kurz vorm Showdown, habe ich so das Gefühl. Ja. Hier geht's also raus. Da lag die Leiche. Da hinten ist nichts mehr. Scheiße, ich sehe es schon, da hinten geht's. Achso, ich sollte ja mal Fotos machen vielleicht, ne? Ah, ich bin aber auch ein Dödel. Das hätte ich viel früher schon machen sollen, glaube ich. Ja, ich sehe schon, ich muss da runter. Wir sind schon kurz vorm Ende dieser Folge eigentlich. Aber so ohne Highlight lasse ich euch jetzt auch nicht einfach gehen. Ja, jetzt kommt nämlich auch wieder die Spannungsmusik, ne? Da hinten geht's nicht weiter. Ich weiß halt nicht, was für Sachen ich irgendwie anwählen kann. Ob ich jetzt überall mal hätte hingehen sollen und alles mal antatschen oder ob ich hier einfach nur durchlaufen soll. Ist halt so die Frage. Oh Gott. Oh, oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Doch, das wird... Doch, der Raum ist dann doch hell. Oh Gott, dass ich so eine Schnüffelnase sein muss. Kann ich hier durchgucken? Da sieht man schon mal nichts. Ich versuche hier schon um die Ecke zu gucken. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Das hatte ich doch. Oh Gott, da hinten steht eine Tür offen. Was ist hier noch? Da ist nichts mehr. Oh. This is so fucking creepy. Scheiße, es wird jetzt auch noch dunkler. Wir rennen jetzt mal wieder. Das dauert mir hier alles zu lange. Oh Gott, geht das tief. Er speichert. Oh, wie jetzt? Das war's? Ja gut, das sind jetzt ziemlich genau 20 Minuten. Soll ich jetzt aufhören? Oder soll ich jetzt weitermachen? Das ist jetzt so die Frage. Aber wir können ja eine Doppelfolge draus machen. Also, dass ich jetzt schon noch weiter aufzeichne und dann beide hochlade für morgen. Ich denke, das machen wir mal. Wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss, aber ich werde heute, weil Halloween ist, zwei Folgen online stellen. Das heißt, ich werde jetzt gleich die zweite weiterdrehen. Es freut mich, dass ihr bei diesem Pilotprojekt oder bei dieser Pilotfolge dabei wart. Amarok spielt... Ein Blind Let's Play, ein Horrorspiel namens Stairs.
Ja, war schön, dass ihr da wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Noch mehr spooky Videos, dann schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mich abonnieren würdet, meinen Kanal. Dann könnt ihr in Zukunft noch mehr von dem chaotischen Let's Play erleben. Ich freue mich, dass ihr da wart. Macht's gut, euer Amaruk.